Hundeschnupfen. Ja, erstmal ist die Frage, was ist es? Ist es eine Allergie? Kann es sein, dass Ihr Hund jetzt auf Pollen reagiert? Oder ist es eine Erkältung? Das kann natürlich oder wird in vielen Fällen mit einem Nasenausfluss verbunden sein. Es kann aber auch sein, dass der Nasenausfluss nur einseitig ist. Da kann die Ursache sein, dass ein Fremdkörper in der Nase sich befindet, also eben auf einer Seite. Vielleicht ist auch eine Nasenblutung damit verbunden. Es kann aber auch sein, dass sich einfach ein Geschwür in der Nase entwickelt hat, sodass der Hund Probleme hat mit dem Atmen und dass eben der Nasenausfluss dann nur noch einseitig erfolgt. Das sollte von einem Tierarzt überprüft werden. Also bei einem Fremdkörper in der Nase, dann würde ich doch eher einen Tierarzt aufsuchen. Aber so Schnupfen lässt sich natürlich auch naturheilkundlich behandeln. Oder auch was eine Allergie anbelangt, da ist durchaus die Naturheilkunde gefragt. Zum einen, um der Ursache auf den Grund zu gehen und zum anderen auch dagegen vorzugehen.